Hi, ich kenne die Leute von Abenteuer Osten. Wer bist du? Ich bin der Heinrich. Der Heinrich Kriewitz, ja. China Reiseservice. Du fährst mit Leuten Offroad nach China. Ich fahre nicht, ich lasse fahren. Ich organisiere den Leuten die Permits, Führerscheine, Nummernschilder. Ja. Und du sprichst auch Chinesisch. Also du sprichst Mandarin. Ich spreche Mandarin. Ich habe in China gelebt. Und was soll man schon machen mit dem, was man gelernt hat? Nur weil man Chinesisch spricht, gibt es ja nicht unbedingt die Rente dafür. Ja. Dann bin ich in den Tourismus gerutscht. Und da ich gerne Diesel und Benzin verbrenne, bin ich auf den Landweg gekommen. Fliegen ist dann nicht so mein Ding, sondern ich organisiere Motorrad- und Autoreisen in China und nach China. Ja, wir werden mal ein längeres Interview führen mit dir, denn das wird ganz spannend sein. Abenteuer Osten bedeutet aber auch, dass einige Dinge passieren können, die so nicht vorgesehen waren. Das heißt, könnte auch mal was kaputt gehen? Das ist doch das Salz in der Suppe. Also eine Windschutzscheibe nach China einzuführen oder eine Schwimmernadel für einen Jaguar MK2 ranzuschaffen, das macht es eigentlich aus. Sonst wird es ja langweilig. Dauer der Touren? Der China-Teil liegt in der Regel bei 30 bis 60 Tagen. Das ist ein echtes Erlebnis. Viele sagen, das ist eine Weltreise. Und du? Das Problem ist eigentlich nicht das Fahren. Das ist in der Mongolei interessanter. Das Problem ist eher die Mentalität. Ich bin in einem Land, was nach ganz anderen Regeln lebt und arbeitet. Und diese Regeln sind sehr weit von unseren entfernt. Und damit muss ich klarkommen. Ja, so ist das, die Regeln. Chinesisch heißt aber auch Tonhöhen entscheiden, was gesagt wird. Oder stimmt das nicht? Ja, man hat 720 Silben im Chinesischen. Im Deutschen mit den Umlauten sind es über 900. Ja. Folglich brauche ich die Töne, um zu differenzieren. Und somit kann die Silbe ZHU, Ju, bedeuten Gott. In einem anderen Ton Schwein. Und da können Sie sich vorstellen, welche Probleme die Mönche hatten, als sie nach China gingen und Gott promoten wollten. Die haben da ein Schwein gesagt. Zum Beispiel. Ist das jetzt anders, wenn du mal gerade Gott sagst? Also sag mal Gott zum Beispiel. Ich sage ein anderes. Ja? Ja. Ma, 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 ma. Die Silbe ma wird wiederholt. Die Töne sind unterschiedlich. Ja. Und diese Silben zusammengefasst in den unterschiedlichen Tönen bedeuten, die Mutter schimpft das Pferd aus. Ja. Das ist aber nur das Problem, wenn ich es ausspreche. Wenn ich schreibe, ist es ganz eindeutig, weil das sind alles unterschiedliche Schriftzeichen. Ich habe vier gleiche Silben, MA, aber ich habe vier ganz unterschiedliche Schriftzeichen. Und wenn ein Chinese das gesprochene Wort nicht versteht, dann schreibt er auf der Hand das Schriftzeichen und dann versteht es auch der andere. Ich habe ganz oft, ich war mal in China und wenn du da Taxi fährst, dann hast du immer irgendwas dabei, um dem zu zeigen, wo du hin willst. Ja, Weil der versteht dich nicht. Sie müssen sich vorstellen, ich habe meine Zwischenprüfung in Deutschland gemacht, bin nach China gegangen und wollte Zigaretten kaufen und die Frau hat mich nicht verstanden. Ja. Obwohl ich Maos Grundsatzreden, die er in Yan'an geschrieben hat, übersetzt habe. Okay. Aber Zigaretten kaufen, den richtigen Ton für die Zigarette zu treffen, das ist mir trotz 2 Jahre Chinesisch in Deutschland nicht gelungen. Also ich war mal dabei, die haben irgendwas bestellt zu essen und dann hat sie dann übersetzt. Essen ist ein Traum. Also ein Beispiel. Also wir essen, um satt zu werden. Die Chinesen, für die hat das einen anderen Stellenwert. Das ist wie Medizin, das ist Lebensinhalt. Ja. Wird alleine schon deutlich in den Gerichten. Ja. Spaghetti Bolognese, ne? Ja. Kennt jeder, isst gern, die meisten essen es auch gerne. Heißt in Chinesisch nicht Spaghetti Bolognese, sondern Ma Yi Shang Shu. Ja. Auf Deutsch, die Ameisen klettern auf einen Baum. Das heißt, wenn ich die Nudeln aus dem Teller hochziehe und die Freisprötchen dran kleben, mit viel Fantasie könnten das ja die Ameisen sein, die dran hochklettern. Ja? Und das ist das chinesische Essen. Das ist mehr als satt werden. Sag mal, China, die meisten Leute haben ja eine ganz falsche Vorstellung über China, oder? Also ja, das ist auch gut so. Ist auch gut so. Das heißt, da kommen nicht so viele. Das ist meine Daseinsberechtigung. Okay. Das ist aber, wenn die Leute da waren, die springen aus dem Häuschen anschließend mit den Erinnerungen. Das würde ich nicht so sagen. Das Problem ist, es gibt Leute, die fangen an, das Land zu lieben. Ja. Und die anderen, die hassen es. Aber das normale Verhältnis zu China, das ändert sich. Menschen wie du und ich, ja. Das gibt es selten.
Ja? Okay. Also entweder habe ich den Hype oder das Kotzen. Ja, ich war ja 3 Wochen da. Ist da noch viel Smog in den Großstädten? Oder wird es langsam besser? Es wird viel besser. Umwelt ist ein großes Problem, aber es gibt mittlerweile durchaus Zeiten, wo der Luftverschmutzungsindex in Berlin höher anschlägt als in Peking. Ja, als ich nämlich damals in Shanghai war, du konntest kaum weit gucken und so, aber ihr seid ja viel auf dem Land unterwegs, oder? Auf dem Land ist ja noch schlimmer. Da sind, noch schlimmer? Ja, da sind die Kohlekraftwerke ohne Filter. In der Stadt sind die mit Filter. Okay, cool. Ja, das ist spannend. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Wie alt bin ich? 62. 62. Und du machst das Vollzeit? Ich mache das, seitdem ich aus China zurückgekommen bin, seit 84. Seit 84, das ist Vollzeit. Ich habe 22 Jahre für ein staatliches chinesisches Touristikunternehmen in Deutschland gearbeitet. Okay. Mit chinesischem Chef, chinesischen Mitarbeitern und folglich bin ich durchaus in der Lage, mit Stäbchen zu essen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Zeig noch mal kurz eine Karte, dass wir die anderen mal sehen. Das ist der Heinrich Kriewit, China-Reiseservice. Und wenn einer Bock drauf hat, china-reise-service.de, einfach mal dich anrufen. Und du kannst ja mal gucken, was noch frei ist in den nächsten Jahren. Im Moment ist gar nichts frei, weil es werden im Moment keine touristischen Visa für China vergeben. Schade, oder? Im Moment kann ich nur auf ministerielle Einladung einreisen. Manche bösen Zungen sagen, das bleibt bis nach den Olympischen Winterspielen in China so. Dann werden halt kritische Touristen damit vermieden. Okay. Andere sagen, es ist halt SARS, Covid, Corona. Ich träume davon, dass es einfach wieder normal wird. Normal heißt, du machst einen Visumantrag? Normal heißt, dass zum Beispiel wir nicht versuchen, die Welt zu verbessern und unsere Werte überall in die Welt exportieren. Es gibt andere Systeme, die nach anderen Regeln leben. Und mir wäre ein bisschen gegenseitiges Verständnis sehr lieb. Solange wir nicht versuchen, die anderen zu erziehen und andere nicht unbedingt als Gegenmaßnahme versuchen, uns zu erziehen, glaube ich, dann wäre die Welt ein Stück besser. Oder einfacher. Also mein Opa hat immer gesagt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das war, glaube ich, Friedrich der Große oder irgendwas hat das gesagt. Und da bist du auch der Meinung, man soll die Leute nicht umerziehen, sondern soll sich das mal angucken, wie das in anderen Ländern läuft. Bei uns läuft nicht alles gut, woanders läuft auch nicht alles gut. Und solange wir miteinander reden, ist eine ganze Menge möglich. Wenn wir aufhören, das zu tun, dann wird es kritisch. So ist das. Ja, die Farbe Orange hat dir gefallen hier, oder? Eindeutig. Ja. Signalfarbe? Also nicht nur wegen China stehe ich eigentlich auf Rot. Ist so. Erstmal vielen, vielen Dank. Und ja, wir schauen uns heute um. Heute großes Offroad-Training, 12. Juni 2021. Hier ein ganz, ganz tolles Wiimobil. Und ja, danke fürs Einschalten.